So, Freunde, Mittwoch, der 31. Mein letzter Urlaubstag. Ja, der Himmel weint auch jämmerlich, weil mein Urlaub zu Ende ist, aber es hilft nichts. Morgen darf ich wieder arbeiten. Endlich mal als Festangestellte in einer Firma, muss man wirklich so sagen. Irgendwie freue ich mich auch drauf. Nur, was mich halt nicht so freut jetzt, ist der Regen, weil ich doch gern die Ziegel noch hätte fertig gemacht da hinten. Aber ich habe ja noch den ganzen Tag Zeit. Wir haben es ja gerade erst einmal 7:45. In der Zwischenzeit war ich heute schon nicht ganz unaktiv. Ich habe nämlich schon ein Video wieder bearbeitet. Aber das habt ihr wahrscheinlich mit Sicherheit auch schon wieder gesehen. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Wenn ich jetzt wieder dann beim Arbeiten bin, dann weiß ich nicht so ganz, ob ich das mit den täglichen Bauupdates reinbekomme. Und wenn, dann sind die Folgen nur so ganz kurz. Also wird mit Sicherheit wieder etwas weniger werden von den Videos. Aber es wird trotzdem was kommen. Naja, und jetzt schauen wir mal, wie wir es mit dem Hof machen. Das ist jetzt eben dann der nächste große Bauabschnitt. Ja, genau. Aber jetzt mache ich drin erst einmal ein lecker Frühstück. Hoffe, dass mein Schatz dann aus dem Bett rauskommt. Und dann tun wir erstmal ordentlich frühstücken heute. Tja, Freunde, lecker Frühstück mit Rührei, Bacon, also im Rührei drin, bisschen Toastbrot. Einen feinen Kaffee dazu und so kann der Tag dann gut beginnen. Oh Leute, ich sag's euch, oh, jetzt haben wir es gleich 4:30. Ich schaue jetzt wirklich noch, dass ich auf die Schnelle noch die restlichen Dachziegel drauf kriege. Und das war's dann auch schon heute mit dem Bauupdate. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Weil danach muss ich hier dann noch ein bisschen zusammenräumen und so, dass ich mein Auto wieder in den Hof kriege, weil meiner darf nicht mehr in der Garage schlafen. Da kommt Schatzimmobil heute Abend wieder rein. Ja gut, okay. Dann werde ich mir jetzt wieder meine Gerätschaften holen, Mörtelbatsche anmischen, Dachziegel noch holen und dann geht's weiter. So Leute, kurz vor 6. Ja, leicht tröpfeln tut es auch schon wieder. Hinten habe ich jetzt freigeräumt, dass mein Polo da schlafen kann. Und die Mauer hier, ich drehe die Cam um. Habe jetzt einmal die Ziegel komplett draufgelegt, also draufgemörtelt. Ein blödes Blatt hier. Und ja, das kann jetzt erst einmal sauber aushärten. Obenrum habe ich gleich ein bisschen ein Mörtelbettchen hingeschmiert. Und ja, gut. Nächste Woche werde ich dann noch schauen, dass ich die Blutzwand weiter abklopfe. Hilft ja nichts. Es wollte da ja einer so, da muss ich noch Werkzeug wegräumen. Oh Mann. So. Moment, ich bin gleich wieder da. Jo. Und der nächste große Schritt wäre jetzt eben den kompletten Hof abzugraben und komplett neu aufschottern. Also hinten mit dem Fundament, mit den Pflastern ist nichts geworden. Da wo ich gemeint habe, wir hätten noch Pflastersteine, wie soll ich sagen, da hat der andere unter der Treppe, unter der Eingangstreppe, die Steine schön aufgeschichtet und wir haben alle gemeint, die Steine gehen bis hinten an die Mauer hin, also 1,50 Meter oder 1,70 Meter tief und guten Meter hoch. Das hätte uns ausgereicht höchstwahrscheinlich, aber leider haben sie bloß vorne eine Reihe Steine hingelegt und dahinter den ganzen Bauschutt. Tja, solche Leute hat auch keine Feinde mehr. Kann man nichts dran ändern.
ja, nächste Plan ist eben Hof abgraben, komplett aufschottern und dann vielleicht doch ein sechseckiges Betonfundament, so mit 6-7 cm Höhe. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt gucken. Muss ich heute jetzt schauen, dass ich noch einen Nachbarn erwische. Was ist sonst alles geplant? Ich muss oben noch das Dach abstützen. Also, das komplette Dach, Eternitdach, kommt auch noch weg. Das wird Gott sei Dank gemacht und ja, ich muss da halt ein paar Balken verstärken, erneuern. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann schreibt es mit Nein in die Kommentare. Ja, das könnte auch ganz lustig werden. Da werde ich einfach bloß Balken dazu spaxen. So ungefähr. Ja, Dachrinne kommt neu, wie ich es gesagt habe. Und ja, das war's die Woche erst einmal mit Bauvideo-Updates. Weil morgen komme ich nicht dazu. Muss ich packen für die DGM. Und übermorgen düse ich schon nach Fulda. Ob ich dann Montag wieder dazu komme oder erst am Dienstag irgendwas zu machen, keine Ahnung. Ja, aber das werdet ihr ja dann sehen. Okay, dann beende ich jetzt mit dieser großen Laberrunde das Video. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Projekt Grillquota.